So, ich habe die Lifmung-Statue jetzt. Dann wird noch ein wenig. Das noch ein Quark. Quark! Warte! Komm zu mir! Meins! Komm schon! Nice! Dann noch ein wenig Erz abbauen. Erz, Erz, Erz. Und dann können wir mal gucken, wie weit ist denn das Ei? Wie lange braucht es denn noch? Nehmen bestimmt andere Momente. Also 22 Minuten. Okay. Das doch. Irgendwas ist hier. Ganz komische Geräusche. Jetzt wird's mich auslachen. Ein Depresso? Weiß ich nicht. Nee, nicht ein Depresso. Also ich weiß nicht, ob Depresso so lacht, aber ich glaube ja weniger. Ja, einmal zurück. Ab. Schnell Reise. Dann einmal hier so rein. Ja, und noch ganz viel. Ich hab nur so viel Sheet. Gut. Essen hier mal rein. Hier noch ein paar Pilze noch. Oder wobei. Warte. Was? Wie? Wo? Wo, 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 wo? Wo, 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 wo? Was denn? Bist du das? Nee, nee, nee. Was denn? Ich bin nicht da. Ahem. Ah, nix? Nix? Nix, nix, nix. Nix. War nix. Sagst du es mir oder? Yay! Du kannst es gleich sehen. Also. Sie können es gleich sehen. Bin ich 2 Sekunden da, dann findest du wieder irgendwas Cooles. Niemals. Jetzt würde ich sowas tun. Natürlich würdest du sowas tun. So, was tun sie? Wo sind sie gerade? Was tun sie gerade? Fangen wir Sachen. Okay. Oh. 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 Selten. Oh. Ich würde eigentlich nicht rein. So viel Essen. Ich glaube, wir brauchen echt so einen Kochtopf, damit wir mehrere Essenssachen vielleicht irgendwie reinwerfen können oder so. Ich würde mal jetzt den Kochtopf machen. Was brauche ich denn dafür? Noch 20 Holz. Das wird doch irgendwie bewerkstelligbar sein. Ja, wenn man so 200 Holz vielleicht in der Truhe hat. Ich hab eben ein bisschen Mitte gefarmt, der Truhe, ne? In dem Abbau-Ding. Nee, wo die... Ja, die machen schon gute Arbeit, das muss man das schon sagen. Das ist schon krass. Produktiv hochwertig.
Gute Arbeit. Jetzt müssen nur noch mehrere hingehen und müssen das auch irgendwie abholen und müssen quasi arbeiten. Ja, dann. Das ist dann wieder zu viel verlangt. Ja. Weiß ich. So, den Kochtopf. Ich stell den mal einfach. Stell den mal einfach neben. Neben unser Lagerfeuer. Wie gesagt, wir können ja nachher alles. Alles ein bisschen anders da. So. Helfen Sie mir! Schön. Sekunden, dann bin ich echt gespannt, was der Kochtopf so kann. Was kannst du so, du Kochtopf? Jetzt plötzlich hilft dann doch wieder. Hilft dann doch wieder mehr Dinge. Oh, wir haben neue Rezepte. Es gibt auch nachher Tomaten. Wir können marinierte Pilze machen. Oder bekommt noch Hunger. Ich mach marinierte Pilze. Ich hab Hunger. Okay, es ist aber dieselbe Animation wie beim Lagerfeuer. Okay. Ich kann auch hier sortieren nach. Sind sie denn unterwegs hier? Habt ihr Erz gefarmt? Gut. So. Mal kurz gucken. Nice, die Metallbarren sind fertig. Dann kannst du direkt mal die nächsten 84 anfangen. Okay. Toko-Toko-Handschuhe. Handschuh zum vorsichtigen Greifen von Toko-Toko. Ermöglicht dir Toko-Toko bei Aktivierung der Partnerfähigkeit auszurücken und explosive Eier zu verschießen. What? What? Okay. Der Megagleiter. Okay, ich hab mal den Megagleiter geskillt. Ob die Fellrüstungen, Hitzerüstungen, das brauchen wir eigentlich jetzt noch nicht so wirklich, ne? Ah, der Mega-Schild, den gibt's ja auch noch. Stimmt, wir könnten uns mal einen Mega-Schild machen. Also die explosiven Eier erinnern mich an Angry Birds. Stimmt. Stimmt eigentlich. Louis. Sind gar nicht aufgefallen. So, 50 Palladium. Und dann können wir hier noch so ein bisschen Palladium abbauen. Ja. Okay, mein Schatz. Sind Sie bereit? What? Ein Shiny! Ja! Ein Shiny! Ein Shiny! Na, hier hilft das, glaube ich, Alpha. Glaube ich, kein Shiny, sondern es ist ein Alpha. Ich glaube, das ist auch ein ganz guter Unterschied, weil die sehen ja jetzt nicht unbedingt anders aus, außer ihre Größe. Und ich glaube, Alpha bedeutet einfach nur, die sind halt extrem bufft. Glaube ich zumindest, dass das der Fall ist. Also ich kann mal gucken. Er hat nämlich 124... Der hat 124 Angriff, 70 Verteidigung, 80 Arbeitstempo. Kann ich ein Team ist, trägt es dein Gepäck, was deine Maximallast erhöht? Was? OP. Okay, das ist echt
cool. Hä? Macht es das immer? Ja. Macht es immer. Ich gucke mir mal gerade die anderen an, die ich gefangen habe. Ob die genauso krasse Werte haben. Was kann der da eigentlich? Der kann eigentlich nicht wirklich viel. Den würde ich gerne wegmachen. Mal den da mal rein. Machen wir den denn? Wobei, es geht. Also ich habe hier eins. Wobei, der ist Level 3, ne? Der ist Level 3 und hat nicht so viel. Ich habe so viel krass von den Werten her. Ja, weniger. Aber ich glaube, die haben halt. Die haben halt krasse Angriffe. Die haben einen anderen. Die haben noch einen anderen. Noch eine andere Fähigkeit zum Angreifen. Ich bin wieder hungrig. So, bringen wir unser Sonderzeug mal hier wieder rein. Wo hast du die. Wo hast du die antiken Bauteile eigentlich hingemacht? Abnehmen das Bett. Ich werf mal hier wieder alles rein. Wenn sie sortieren wollen, dann dürfen sie sortieren. Sonst bleibt sie. Mich stört es, dass ich diesen Sack nicht hinbekomme. Das was nicht? Das Sack, dass ich das nicht hinbekomme. Das Stackt. Was? Achso, das Dach nicht hinbekommen. Okay. Ich dachte schon gerade. Ja, ich kann ja leider nicht dabei helfen. Wie sieht denn das aus? Wie, kriegst du das nicht da dran? Oder was ist. Was? Nein, ich krieg's nicht da dran. Was macht's denn? Ist es dann am Boden oder was? Dann baust du vielleicht mal an den Boden und dann kannst du es vielleicht da hochbauen oder so irgendwie was? Weiß ich nicht. Du kannst ja immer wieder abreißen. Oh, ich guck mal, dass ich noch hier so eine Kiste baue. Natürlich wird mir jetzt keiner mehr helfen, dann lasse ich noch mal kurz. Sollen wir einmal schlafen? Hat es jetzt funktioniert oder was? Ja. Aber das zweite auch nicht. Ich war durchs Dach geklettert. Ja, ich bin durchs Dach gefahren. Okay. Okay, okay. Ich leg mich schon mal hin, ne? Jo, ich komm dann auch hin. Jo. Hat ein bisschen löchriges Dach, aber. Oh, passiert, ne? Man kann nicht alles haben. Man kann nicht alles haben. Ist ein Dachfenster. Könnte man so ein Dachfenster, ne? Reichen. Nice. Ich denke, wir könnten noch mal so ein bisschen, also wir müssen eigentlich dann noch mal ein bisschen erkunden gehen. Jetzt ist nur die Frage, wohin? Wo könnte das sein? Vielleicht links rüber? Also wenn wir jetzt Hochland des Grasriesen machen und dann quasi nach links darunter gehen. Weißt du, was ich meine? Man. Ich kann leider auf der Karte. Warte doch, ich kann doch einen Marker setzen. Hier so hin, siehst du das?
Nö. Nee? Siehst du den Marker nicht? Mm-mm. Schade. Ist natürlich schade. Also wo hoch stand der? Direkt unter Marmorest. Diese Halbinsel? Nee, hier direkt unter unserem Lager. Warte, ich porte mich hin, dann siehst du es. Da links lang. Ja. Also da oben jetzt durch die Berge durch und dann links. Nice! Ich glaube, ich habe Cremes. Ich glaube, ich habe schon ein paar zu viele Cremes gefangen. Naja, egal. Man kann nicht zu viel haben, ne? Wo bist du? Kommst du? Ich habe gerade noch ein paar Sphären mitgenommen. Achso. Ja, ich habe noch 22. Das sollte. Das sollte hoffentlich reichen. Ich habe schon mal so viele. Drin. Bitte? Ja. Nochmal. Nice. Ach, schon Level 19. Schätze ich echt noch ein bisschen zu schlecht ein, wie viel Damage ich jetzt mache. Hey. Genau, also hier so in der Richtung, da waren wir ja noch nicht. Ach, huch, was haben wir da? Ui. Ich glaube, da bekämpfen sich gerade so ein paar. Au. Au. Hä? Erstmal Chili zurückrufen? Was soll denn das jetzt? Okay, ich hab gleich keine Feinde mehr. Ah! Nein! Nein, jetzt ist wieder alles. No! Er ist wieder tot. Oh! Ein Fuck! Oh, das sind die Kacker. Was? Ein Boss. Ein Alpaka. Ein King Parker. Ein King Parker? Oh. Wenn man den Weg noch lang geht. Aber das war Level 23. Ich glaube, das ist noch nicht so für uns. Ja, Level 23 würde ich dann doch. Ja, würde ich schon sagen, sollten wir. Oh, vielleicht Dino! Mein Dino! Ja, ja. Maschwar? Ja, gönn dir den Dino. Hol mir hier die Sparkids.
Jetzt nicht die Feuer, die Pfeile ausgehen sollten. Bitte? Bitte Pfeile? Nice. Schön. Wir gehen auf eine primitive. Ich hab kein Holz. Warum hab ich kein Holz? Am Dino. Nice. Sehr schön. Wir haben hier auch eine Höhle, ne? Aber hier ist immer noch. Ah, ein King Parker. Okay, da. Jetzt habe ich den auch auf der Agenda. Ach, guck mal, da ist eine Notiz. Was sagt denn die Notiz? Die Notiz sagt 1, 2. Kurz nach meiner Landung auf der Insel stieß ich auf seltsame Kreaturen. Tatsächlich sind ausnahmslos alle Lebewesen, die mir hier untergekommen sind, vollkommen fremd. Umgekehrt besticht die Insel auch durch die Abwesenheit von gewohnter Spezies. Offenbar hat diese Insel ihr eigenes, einzigartiges Ökosystem. Ich war nun überzeugt, dass dieser Ort nicht nur zufällig auf einer Karte zu finden ist. Ich habe beschlossen, auch die Lebensweise der Kreaturen auf diesem Gerät aufzuzeichnen. Nice. Schön, schön, schön. So. Guck mal, ob ich da hinkomme. Du kannst mir gerne folgen. Wo willst du hin? Was? Ah, da ist ein Ei. Da sind zwei Eier, da hinten ist auch noch ein Ei. Und hier ist auch noch ein Ei. Ich hol das Ei immer mit. Hallo so. Eier. Dann gehen wir einmal hier so hoch. Ein düsteres Ei. Wenn du weiter. Genau, ja, wenn du da weiter gehst, ist auch nochmal ein Ei. Ja, siehst. Hier könnte wahrscheinlich irgendwo Weizen rumhängen. Sehen. Ein kleines Dorf? Ich glaube, da ist ein kleines Dorf. Lass uns mal da hingehen. Ich habe noch einen Pfeil. Dammit. Ich baue mal gerade eine primitive Werkbank und baue mir ein paar Pfeile. Hast du noch Pfeile? Ich hab noch. Wow, ich kann genau 12. Ich kann auch genau 12 Pfeile machen. 5 Scheren, 10 Pfeile. Hm? 5 Scheren, 10 Pfeile. Warte mal. Kann hier der nicht helfen? Ja. Oder oben sind wieder Wilderer. Hier mal gerade runter helfen. Ja, warte. Warte, da ist nämlich ein Dorf. Die sind gleich tot. Komme! Kampf ist vorbei, bevor er für dich begonnen hat. Oh, okay. Den hier kann ich aber ja, wir können gar nicht schon zum Dorf und dann kann man noch mal zurück. Ja, komm. Ja, was denn da ist? Ja. Okay, ich fang glaube ich doch ein bisschen zu viel, ne? Ich muss mal wieder ein bisschen zurückschauen hier. So. Dann lass mal zu dem Dorf oder was? Hallo? Ist das ein Dorf? Hallo? Sieht kaputt aus. Das sieht definitiv ein bisschen kaputt aus. Ja. Aber. Boah, los. Was haben wir hier? Verlässliche Miliz.
Ich hoffe, die sind nicht aggro. Oh, hallo! Dorfvorsteher! Wir sind ja schon einmal ein Pal nach einem gegnerischen Angriff abhanden gekommen. Wenn du einen Pal aus den Augen verloren hast, frage doch mal diesen Palhändler nach. Wenn ein Pal auf dem Markt verkauft wird, kannst du ihn vielleicht zurückkaufen. Das Raid-Syndicate verkauft gestohlene oder gewildete Pals durch den Händler. Sie sind ein übler Haufen. Sieh nur jemand, der Anführer vorknöpfen würde. Okay. Ist es das Pals so etwas wie Anführer sind, die andere Pals in der Gegend kontrollieren? Wenn man so einen Gefährten machen möchte, wäre das schon praktisch. Aber plus Vorsicht, die sind mega stark. Ah, Anführer-Pals, ja. Mit kann man auch reden. Hey Trainer, mit euch kommt noch jemand hier, aber bevor das lebten hier viel mehr Leute. Reicht mir, wir kommen noch zu leben. Post, sag Bescheid. Bezahlung mache ich alles. Bezahlung mache ich alles, okay. Erfahrene Händler hier hat nichts. Oh, ein Palhändler. Man kann Pals kaufen. Ein Gopfin. Man kann aber auch Pals verkaufen. Wir sind nicht Wilderer. Was? Was? Hm, ja. Nee, nee, wir verkaufen hier nichts. Nee, nee. Wir verkaufen hier nichts. Die kosten auch alle unterschiedlich, ne? Die sind relativ, die sind gut zu verkaufen hier. Schatz. Da kostet 8. Nee, ich will ja nur, ich mach natürlich so spannendes nix zu kaufen bei dem fahrenden Händler hier, dass das gerechtfertigt wäre. Ja. Ratschtante, das ist meine Höhle, Kunde. Ich habe gehört, dass Höhlen voller seltener Pals sein sollen. Außerdem gibt es Pals, die dort alle möglichen Schätze zusammentragen und horten. Wenn du meine Höhle finden solltest, sag mir Bescheid, okay? Ja, habe ich eine gefunden, aber dir sage ich trotzdem nicht Bescheid. Höhle gefunden. Hä? Ich habe eine Höhle gefunden. Ja. Können wir hier zusammen reingehen? Warte. Boss Level 13. Ansprich. Willkommen, schau dich ruhig um. Kaufen. Was hast du denn so? Ja, ein paar Hüte. Okay, der hat... Ja, gut, das ist halt wirklich... Also die Hüte wären halt cool wahrscheinlich. Was ist hier? Was ja, ist das da? Im Urlaub, ne, jetzt geh ich. So ruh dich aus. Kann das hier aber nicht benutzen. Hier unten ist auch noch ein Live-Mann. Wenn du jetzt einmal links rumgehst. Hallo? Ja. Außer man backt danach irgendwo rum. Oh! Ah! Cool. Dann haben wir einen. Oh, das Wasser sieht auch schön aus in der Farbe. Dann, lass doch mal gucken. Moment. Ist das verschwindet in... Okay, der verschwindet. Höhle der sanften Hügel. Ja, so. Da rein. Aber ich habe keine... Naja, das Problem ist, ich habe halt wirklich nur noch ganz wenige Pfeile, ne? Wird schon. Also, eigentlich, basically, vielleicht gar keine so gute Idee. Dann skill ich noch ein bisschen Leben. Da haben wir den... Was ist denn das da? Killer Mari. Das Ding ist, habe ich meinen Basie dabei? Ja, ich habe meinen Basie dabei. Mann! Die fangen... Okay. Nice, ich hab's auch. Oh, da sind Bilder. Nice. Ja, dann können wir jetzt alles andere. Warte. Warte mal. Wo gibt's eine Karte, ne? Hier gibt's auch noch Sachen zum Abbauen. Ich glaube, hier ist Kohle. Das hier ist. Was ist das? Ist das Erz? Ja, das ist einfach nur Erz. Okay. Und das doch? Ist das doch Palium? Das sind einfach große Palium-Dinger! Mega!
Ja gut, aber ich würde jetzt nicht zu sehr vollladen, aber hier, das ist glaube ich Kohle. Steinkohle. Okay, davon habe ich jetzt auch ein bisschen was dabei. Was haben wir hier noch so? Ich sag mal, glaube ich nicht abbauen. Okay. Nimmst du das jetzt mit, oder was? Ich hab noch Platz. Was haben wir hier? Den Boss. Wilderer. Damn, du machst Schaden. Ja, die Armbrust macht richtig Damage, aber ich hab nur noch 6 Pfeile. Warte mal, das ist das was? Ah ne, das ist Erz. Okay. Okay, hier rechts ist auch noch was. Da geradeaus ist was. Holy moly. Ich mit denen. Aber rechts dann auch noch. Da war noch kein Boss in Sicht. Kann ich hier drin... Ich spreche von hinten an. Kann nicht in Dungeons bauen. Das ist natürlich schlecht. Also kann sein, dass wir vielleicht noch einmal doch ein bisschen rausgehen, damit ich mir zumindest ein paar Pfeile machen kann. Bin ich nicht so hundertprozentig sicher, ob wir einen Boss besiegen, indem wir mit einem Basie auf ihn draufhauen. Besonders wenn der Level 13 ist und alles Level 13 mich quasi one-shottet. Hier ist noch ein bisschen Palium, ne? Ne, okay, ist nichts zu machen. Ne? Ich muss nochmal zurück und dann. Warte. Dann mal kurz hier reingucken. Ich bin hungrig. Oder blitzert was? Oh Gott! Was denn? Hier ist ein Skelett. Ein riesengroßes Skelett. Ich glaube, hier ist der Boss. Hier ist auch was zum. Was? Wo ist das Skelett? Okay, der Dungeon hat auch keine Karte. Nein, habe ich eben schon geguckt. Der hat keine Karte. Was? Von da kamen wir doch aber. Ach so. Ja. Ich bin komplett orientierungslos. Von da kamen wir. Das da ist auch noch Daydream. Hier ist halt ein bisschen Wasser. Und so. Okay. Sieht cool aus mit dem. Was? Das wäre bei nichts geschoben. Ja, und? Das Arme. Das muss doch fangen. Wir sind noch mal wilder. Also wenn es 4 Räume sind, wäre das hier der 4. Oder? Ne, es sind deutlich mehr Räume. Ich hab es gibt, ist okay. Wie ist denn der Boss? Ich ist er tot. Wir sind wieder in der Lamari. So. Ne, okay, hier ist auf jeden Fall Sackgasse. Hey, Moment, da würde ich gerade mal was essen. Sackgasse. Also hier kann man auf jeden Fall auch nochmal rein und kann halt ganz viel Erz und so ein Schick mitholen. Ganz viel. Ich wäre aber auch nicht abgeneigt, ganz zurückzugehen. Hier sind sie immer noch. Ich glaube, wieder respawnen hier. Ganz zurückzugehen und unser Ei zu gucken.
Und ich glaube, hier ist der Boss drin. Bin nicht hundertprozentig sicher, aber das sieht so ein bisschen danach aus. Hier sind so Säulen und so. Hallo. Eieieiei, wir müssen hier zurück. Oh, no, ich hab keine Ausdauer mehr. Gut, okay. Dann einmal zurück. Der Boss, der... Dann schon verlassen. Super. Ja, der bleibt eigentlich doch. Okay. Hoffe ich zumindest, dass der da bleibt. Einmal zurück. Ja. Nice. Schön, schön, schön. Und dann bin ich jetzt gespannt. Oh. Oh. Es ist ausgebrütet. Sie besitzen die Ehre. Aber vielleicht sollten wir noch. Vielleicht sollten wir einmal schlafen, weil hier ist auch sehr dunkel. Ah, na gut, okay. Ich denke, das geht. Dann. Ist schön. Ich brüte es aus. Tun sie. Bing. Ein Chillet. Was? Okay. Ein Chillet. Okay. Dann bin ich jetzt dran. Ich brüte jetzt ein dunkles Ei aus. Etwas warm. Das Problem ist nur, ich habe jetzt noch so viele Eier gesammelt, dass unsere Kiste nicht aus. Ja, 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 ja. Ich hole jetzt mal hier diese Technikfrüchte raus. So, ui. Ich gehe mal hin und, vielleicht würde es tatsächlich Sinn machen, noch einen Brutkasten zu bauen. Ich kann da ja jetzt schon beliebig viele von... Ja, wenn du noch die Materialien... Wenn wir die Materialien haben und das alles passt, würde ich jetzt behaupten, go for it. Stoff und Stein fehlt. Ist Stoff? Also, Wolle haben wir genug zum Stoff machen. Mach einfach mal. So 40, 30. 40, okay. Einfach machen. Dann machen wir einfach mal. Also, ich gebe es in Auftrag, ne? Das ist einfach. Was? Einige Palium-Bruchstücke. Sehr schön, sehr schön. Sollen wir uns einmal schlafen legen? Ich möchte mal bewegen. Achso, wieder zu viel aufgesammelt oder was? Maybe. Shit, maybe. So. Ich leg mich schon mal hin. Ich leg mich schon mal hin. Der gute Foxbugs gönnt sich ein Päuschen. Ich muss mich auch schaffen. Ich hab dir Kohle mitgebracht. Danke. Und jetzt gute. Ich weiß noch nicht, was ich. Wir brauchen halt Weizen. Hat der Händler Weizen verkauft, zufälligerweise? Nee. Nee? Bist du ganz sicher? Ja. Okay.
Dann ist natürlich schade. Der Händler hat nämlich dann genau dasselbe verkauft wie das, was den Händler, den wir vielleicht haben. Ja. Vielleicht. Ja, vielleicht. Natürlich. Sicher, so, ich bräuchte Stoff. Pack mal Stoff in. Stoff macht gerade. Stoff macht ja, gerade. Wo ist denn. Wo soll denn bitte. Soll denn das bitte sein? Kann man das irgendwo nachlesen? So, manche droppen ja Bärensamen. Gibt es denn auch welche, die vielleicht irgendwie. Die irgendwie was anderes droppen? Giftdrüse, Palsaft, Rubin. Ein Dire Howl kann den Rubin droppen. Was ist denn das da? Ein Floppy? Die Nummer 28. Der Heck, wie cute. Den da haben wir auch eine. Chille droppt Leder. Das droppt. Die Dinosaurs! Die Dinosaurs droppen Weizensaat. Also die, wenn du die einfängst, hast du die Chance, dass die Weizensaat geben. Warte. Da müssen wir ein paar davon. Dann brauchen wir doch noch. Dann müssen wir welche finden. Wo? Hast du dann eine Weizensaat bekommen? Ich habe nämlich keine bekommen, ich habe nur Beerensamen. Kann man die nicht hier irgendwie bei uns absetzen? Was meinst du? Und dann droppt er die mit der Zeit? Ne, der ist nicht. Der geht nicht in die Farm rein. In der Farm würde der die droppen, glaube ich. Aber der geht leider in die Farm nicht rein. Ansonsten müssen wir ein paar Dinosaurs einfach gucken, dass wir die vielleicht fangen. Ich würde auch das Gebiet, wo jetzt das, wo das Dorf war, einfach noch ein bisschen mehr erkunden. Aber erst brauche ich ein paar mehr Teile. Und vielleicht dann den Boss machen? Den hätten wir ja auch noch. Den hätten wir ja auch noch. So viele Sachen zu machen. Ja. Ja, ja. Es gibt noch extrem viele Sachen zu machen. Gucken, was haben wir denn hier noch so? Ach du. Heilige Sch. Hem. Oh! Es gibt eine Zuchtfarm. Okay, mein Schatz. Was wollen Sie skillen? Sind Sie schon Level? Sie sind noch nicht Level 19, ne? Ich bin fast Level 19. Okay, ich würde. Ich gebaut habe. Ne, ich muss noch. Ich würde die Zuchtfarm und ich würde die große Werkzeugkiste mir holen. Und würde die sogar jetzt bauen. So. Lass mal hier den Stoff endlich hier schnell fertig machen. Ich baue mal ein bisschen was und dann. Weil man kann hier eine große Werkzeugkiste aufstellen und dann tun die Parts schnell arbeiten. Dafür brauche ich aber Nägel. Dafür muss ich mit dem Stoff hier fertig werden. Nice. Also ich habe die Zuchtfarm und das große Werkzeugdings geskillt. Den Werkzeugdings werde ich auch. Werkzeugkoffer werde ich definitiv gleich aufstellen. Dann nehme ich das Stuhlset. Willst du Zement nehmen? Soll ich noch Zement nehmen? Kann ich machen. Ansonsten. Okay.
Stopp. Let's go. Dann nehmen wir noch einmal Zement. Nice. So, ich finde es auch faszinierend, dadurch, dass man jetzt mehr Parts freischaltet, dass wenn man dann nochmal zurückgeht, dass man dann auch nochmal andere Sachen sieht. So. Ah, wir haben das da. Nice, haben noch Pfeile. Perfekt, sehr schön. Können wir überlegen. Hier brauchen noch Nägel. 10 Stück. Ja. Hier, mach mal Nägel. Die marinierten Pilze sind fertig. Ich mache noch mehr marinierte Pilze. Und lege die marinierten Pilze bei unseren Parts. Nehme mir aber da definitiv mal noch so ein paar weg. Uff, die marinierten Pilze geben auf jeden Fall extrem viel. Zuchtfallen. Große Werkzeugkiste. Ach, ich brauche 15 Nägel. Huch, da brauche ich ja noch mehr Nägel. Ich glaube, das da reicht sogar, ne? Wie kommt man an Wurf? Was ran? Holzkohle. Holzkohle. Habe ich irgendwo gesehen? Ah, hier im Hochofen. Wo jetzt gerade die Metallbarren gemacht werden. Dort kannst du Holzkohle machen. Warum? Bräuchten wir. Die bräuchten wir. Okay. Hm. Ich tue mal den Werkzeug. Ich stelle mal den Werkzeugkasten hier neben die Statue. Können sich alle bedienen. 2 Minuten! Ui, Gott sei Dank kommen alle und helfen. Dann sind es nur noch 40 Sekunden. Und sogar noch weniger, wenn immer mehr kommen. Komm mit! Kommen Sie und helfen Sie! Nice. Gut, jetzt bauen die alle viel, viel schneller. Laut Aussage von dem von der Box. Ah, erhöht das Arbeitstempo von Handwerk. Okay, von Handwerk. Okay, die Zuchtfarm braucht aber auch noch extrem viel Bein. Welches wir aber, glaube ich, sogar haben. Ja, wir haben hier noch einiges an Stein. Kann ich die Zuchtfarm sogar direkt bauen. Oder auch nicht, weil wir nicht genügend Holz haben. Hör mal. Wir brauchen nämlich auch noch extrem viel Holz. Aber wir haben... viel Holz. Sehr viel Holz. Holy. Es geht irgendwie keiner abholen, das Holz. Was ich sehr doof finde. Aber naja. Dass wir viel Holz haben. So. Jetzt kann ich Server bauen. Holy moly. That is big. Okay, wohin?
Holy shit. Nimmst du aus hier irgendwo? Haben wir zufälligerweise, hat sich zufälligerweise unser Bauradius erhöht? Nee. Ist das... Ja, das ist riesig. Ich würde das mal gerade... Ich würde es mal so ein bisschen... Wir versperren uns damit den... Also quasi nach links so raus. Bitte nicht. Was? Was? Was dann hier noch neben das Haus, zwischen Steinbruch und Haus? Also Lagerhaus? Nee, nee. Leider viel zu... Das ist leider viel zu big. Es sei denn, ich baue den... Ich sei denn, ich baue den Steinbruch ab. Kann den Steinbruch abbauen? Und dann... Maybe passt die Zuchtfarm hier hin. Kann nicht gebaut werden, dass ich mit anderen Charakteren... Ach so, warte mal. Ja, warte. Es gibt, nee, es ist nicht das Steinvorkommen. Es gibt ein Problem, weil mein Daydream, draußen ist. Mein Daydream hier mal hinsetze. Dann ist das nämlich weg. Ja. Okay. Also zwischen Dings, okay. Kativa! Why? Danke. Okay, ich setz mal jetzt hier hin. Oi. Das wird krass. Jetzt ist die Frage, ob die... Ich hab Weizensaat. Ich hab eine Weizensaat. Nice. Ja gut, die kriegst du... Die hast du wahrscheinlich bekommen, weil du das Dinosom gefangen hast. Hab ich gar nicht. Achso, gefangen, ja. Ja, gefangen. Sag ich ja. Du kriegst es auch, wenn du wenn du die fängst. Du brauchst sie nicht zu töten. Ah, dann müsstest du doch auch zu Bett zu legen. Das ist nur die Möglichkeit, das zu bekommen. Es ist leider nicht garantiert. Das ist das Problem. Wir müssen ein paar mehr davon fangen. Nice. Nein, ich habe wieder den Bug. Oh no. No. Ich habe wieder den Baubug. Nein. Ach, ich bin dann hier mal noch so ein bisschen am Arbeiten, ne? Oh, so. Vielleicht einmal kurz vom Server und dann nochmal drauf. Das hat bei mir eben funktioniert. Hast du den Bug auch gehabt, oder was? Auf dich drauf. Nee, du machst gerade. Nee, du machst gerade das Dings kaputt. Du kannst mich nicht anhauen. Das ist das Problem. Das hatte letztes Mal funktioniert. Naja. Nein. Ah, jetzt. Okay. Ja, es dauert halt immer. Das ist wahrscheinlich bis dann wirklich, bis ich das alleine quasi fertig gebaut hätte. Okay, es gibt 111 Parts. Was? Nice. I like. Eine Torte fehlt. Okay. Was? Wir müssen hier eine Torte reinsetzen. Paarung ausgesetzt. Pals müssen männlich und weiblich sein. Und es fehlt eine Torte. Weil ich nicht weiß, was mit Torte gemeint ist. Ich sehe hier auch nicht, dass man eine Torte basteln könnte. Achso, warte, vielleicht im Kochtopf? Dafür müssen erst die marinierten Dinger hier fertig sein. Marmoriertes Steak. Bisschen Milch, Spiegelei.
Ja, wir warten mal bis das da fertig und so. So. Oschwarfleisch haben wir auch noch extrem. Auch wieder extrem viel. Das da. Also ich habe jetzt wieder Pfeile. Du machst auch noch Palsphären. Ja. Ich glaube, an der Palsphärenbank, Schatz, geht es deutlich schneller. Also wir können auch schon anfangen, so langsam alles reinzumoven. In unsere Hütte. Machen wir hier mal noch 21. Oha, oh, wow, wow, das geht aber schnell. Achso, jetzt das Dach fertig bekommen. Ne, da fehlt noch ein Ding, ne? Nein. Zwei. Ich weiß wirklich nicht, was mit dem Dach ist. So, ich mache hier noch die Palsphären fertig. Dann gibst du mir mal nochmal deine Palsphären. Was passiert hier? Das Kativa macht gerade. Das Kativa baut das Palladium ab hier. Ach so, ja, weil der Steinbruch ja jetzt nicht mehr da ist. Warte, ich muss den Steinbruch neu bauen. Ich habe keinen Stein. Gib mir mal deine. Wo bist du? Im Haus. Okay. Was denn? Was? Ich muss auch nochmal. Ich muss auch Stein. Oh, super. Einmal dein Stein. Sphären, ja, hast genau. Du meinen einen ja. Stein, den ich immer hingefahren habe. Danke. Kommen Sie mal nochmal her. Ja. Ich baue Stein ab. Achso, warte. Ich komme dir entgegen. Ich würde gerne einen Kamin bauen. Ja, ich will nochmal den Steinbruch da bauen, weil das würde uns ziemlich helfen. Ach, jetzt tun die Fixies auch hier auftreten. Ach so. Ah ne, das ist deins. Moment. Ja. Bitteschön. Danke. So, 31 Stein. Ja, das ist für meine Zwecke noch zu wenig, deswegen hol ich hier noch ein bisschen. Auch 30. Nee, ich brauch 50. Einmal 50 Stein. Gut. Den habe ich. Sehr schön. Dann kann man jetzt wieder einen Steinbruch bauen. Da steht so ein Holzdach. Bei dem Dino so aus, als würde er halt einfach komplett über die Beeren drüber kotzen. Uff. Uff.